In diesem Jahr haben wir die 17. Kunstwoche Lenggries und wie in jedem Jahr ist auch dieses Jahr wieder ein Thema ausgelobt gewesen. Das war in diesem Jahr Transparenz. Das Thema Transparenz ist zunächst mal jedem scheinbar geläufig. Ja, durchscheinen, durchschimmern. Ja, Transparenz im politischen Sinne ist gerade in den letzten Monaten ziemlich präsent gewesen in der Presse. Dann haben wir aber noch andere Arten von Transparenzen, denen wir uns täglich aussetzen, wenn wir zum Beispiel in den Social Media unsere Details, unsere Aufnahmen, unsere Gedanken mitteilen. Also ein vielfältiges Angebot, das wir Ihnen jetzt im Folgenden von den einzelnen Künstlern und durch die einzelnen Künstler präsentieren wollen. Hier stehen wir vor der Arbeit Palimpsest Nummer 2. Palimpsest ist im Prinzip eine Art frühes Recycling. Es ging darum, dass Schreibmaterial rar und teuer war und deswegen antike Pergamentpapiere oder Papyrusrollen abgekratzt wurden, abgeschabt wurden, um überschrieben zu werden. Wir nehmen bei dieser Arbeit den umgekehrten Weg, dass wir nichts weglöschen, sondern alle Projektionsebenen übereinander lassen. Und die Idee besteht sozusagen darin, dass ich als Betrachter, als Besucher nun durch das Durchschreiten der Projektionsebenen mir selber meine Schriften löschen kann und dann eben erst in die Lesbarkeit der jeweiligen Begriffe bekomme. Interessant für mich dabei ist tatsächlich, dass das, was ich lese, eigentlich genau das ist, was ich nicht lösche. Das heißt, der gelöschte Begriff ist ja nicht weg, sondern befindet sich als Text auf mir abgebildet. Wir sehen hier einen Text von Thomas de Quincey, den wir zur Erläuterung mal an die Wand geworfen haben. In dem Text vergleicht er das Palimpsest mit dem menschlichen Geist. Das heißt, die Eigenschaft des Palimpsestes ist ja Ausradieren, Auslöschen von Informationen. Und nichts anderes, sagt er, passiert eigentlich permanent in unserem menschlichen Geist. Das heißt, wir nehmen Informationen auf, löschen sie. Aber, was er sagt, sie werden eigentlich gar nicht gelöscht. Sie werden irgendwo vergraben und tauchen dann wieder auf und vermischen sich mit den neuen Eindrücken. Das Ganze eben nicht nur flächig auf eine Wand projiziert, sondern ganz bewusst eigentlich über eine Raumecke, um den ganzen Raum mit einzuschließen und natürlich auch ausgerichtet und abgestellt auf dieses Patriarchen-Doppelkreuz, das wir da in der Mitte der Wand sehen, auf dem natürlich nicht nur die Texte liegen, sondern sozusagen auch die Richtungen dieses Kreuzes, die waagrechte und die senkrechte mit aufnehmen und in den Raum mit einfließen. Und der Betrachter wird natürlich durch diese Projektion auch in diese Ausstellung mit reingeleitet, erlebt aber das Ganze nicht nur flächig und frontal, wie es hier heroben stehend sehen würde, sondern verwinkelt und in den Raum reingelegt, indem er von unten sozusagen das Ganze verzerrt und in die Fluchten projiziert wahrnimmt. Transparenz spielt eine ganz große Rolle in meinem gesamten Werk. Color City ist eigentlich nur eine Form davon. Mir geht es um Schein und Sein bei dem Thema Transparenz und die Dinge sind oft anders, als sie scheinen. Wir stehen jetzt praktisch kurz vor New York. Wir sehen im Hintergrund vielleicht noch rudimentär erkennbar das Love, das Robert Indiana gemalt hat, das in einem Bankgebäude in einem New Yorker Glasfassade zu sehen ist. Und diese Arbeit und genau gegenüber die Flowers von Andy Warhol, die einfach eine unglaubliche Farbigkeit ausstrahlen und die ich in New York zufällig beim Spazierengehen mit der Kamera entdeckt habe, haben mich zu der Fragestellung veranlasst: Wenn weltweit die gleichen Architekten bauen, haben die Städte dann noch eine unterschiedliche Anmutung.
ist ein Ausschnitt aus dem Gebäude der Deutschen Bank in Frankfurt. Und da kann man so viel im Photoshop drehen, wie man möchte. Aber man kriegt leider keine andere Farbigkeit hinein. Und das zeichnet dann doch relativ viele europäische oder auch deutsche Städte aus. Ganz im Gegenteil zum Beispiel zu dieser Arbeit hier. Da befinden wir uns in Shanghai im Jahre 2010. Da steht die Olympiade noch bevor. Und das ist im neu gebauten Stadtteil Pudong. Dort wurden an den Bürogebäuden, Sie sehen, das ist immer eine Etage, riesige LED-Flächen angebracht. Und dort wechselt das Bildmaterial über Fische zu Blumen und dann immer wieder zur Ankündigung der Olympiade 2010. Jeder Mensch braucht einen inneren Rückzugsraum, den er für sich klar definieren kann, den das Gegenüber, sprich das Du, erkennen und respektieren muss und in dem die Begegnung mit dem Du vielleicht einmal zum Wir führt. Und deshalb habe ich in diesem transparenten Raum, weil das ist ganz wichtig, dass dieser innere Raum keine Festung wird, dass man offen bleibt und dass eben aber auch das Gegenüber trotz der Offenheit seine Grenzen erkennt. Jeder Mensch hat seine Haut als Schutz, als Barriere von innen nach außen. Vielleicht merken Sie dann auch, dass es gar nicht so schlecht ist, dass es individuelle Formen gibt. Dass man eben nicht diese geschönten, geglätteten Formen als positiv empfindet, sondern dass man genau diese Variationen als Reichtum in unserer Menschengeschichte wahrnimmt und auch akzeptiert und sogar als positiv weiterentwickeln kann. Transparenz bedeutet ja eigentlich Durchsichtigkeit, also Wahrheit, aber in meiner Arbeit, Aparte, ist es die Täuschung. Neben den ungewöhnlichen Spiegelreflexionen im Hohlspiegel bildet sich unmittelbar vor den Spiegel, also zwischen Spiegel und Plastik, eine Art Fata Morgana. Die feine Politur auf der Oberfläche gibt der Plastik einen ganz besonderen Charakter. Sie spiegelt ihr Umfeld und verzerrt es auch. Und diese bewegliche Spiegelreflexion lädt den Betrachter dann auch dazu ein, genauer hinzuschauen. Denn je nach Standort des Betrachters verändert sich auch die Oberfläche der Plastik. Und es ist eben nicht die Stofflichkeit, die der Bildgestalt ihre Form gibt, sondern es ist das Licht als bildschaffende Energie. Bei der Wahrnehmung von Transparenz wird stets eine Schwelle und eine Grenze überschritten zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, zwischen Innen und Außen, zwischen Licht und Schatten und zwischen Sehen und Verhüllen. Transparenz und ihr Synonym wie Durchlässigkeit, Durchsichtigkeit und Durchschaubarkeit garantieren nicht den wahrhaften Durchblick. Sie stehen grundsätzlich für eine Sichtweise, die das Werk und die Dinge auf einen dahinterliegenden Sinn durchleuchten. Also Licht ins Dunkel bringen. Schlaflose Nächte hinter durchsichtigen Gardinen, nachts am offenen Fenster,
die Imagination schemenhafter Gestalten, entsprungen aus dem nicht stillstehenden Gedankenkarussell, Gebildete sich an den Rand der Zeit geschlichen haben. Täuschungen, die mit dem Dämmerlicht am Morgen verblassen. Die Gardinen spielen eine große Rolle in dieser Serie. Sie machen das Ganze schleierhaft und undurchsichtig oder halbdurchsichtig. Und es ist leicht möglich, sich zu täuschen durch die Bewegung, durch das Unscharfe. Und möglicherweise kann man sich da so Gestalten vorstellen, die dann, wenn das Tageslicht wieder hereinbricht, verschwinden. Zu unserer diesjährigen Kunstwoche. Unter dem Titel Transparenz habe ich die Serie Blue Visions, Blaue Visionen, zusammengestellt. Das sind Nahaufnahmen aus der Natur mit dem Spiel der transparenten Medien, Licht, Luft und Wasser. Meine Arbeit für die Kunstwoche 2019 trägt den Titel Offenes Geheimnis und beschäftigt sich sehr eindringlich mit der Wirkung der Farben auf Menschen. Neben der Wirkung auf unseren gesamten Körper besitzt die Farbe natürlich auch per se eine unheimliche Strahlkraft im Sinne von Transparenz, wie man, glaube ich, hier auch an den Arbeiten sieht. Die sind nicht deckend, sondern das untere strahlt durch und zeigt so die eigentliche Wirkung, nämlich den Blick hinter die Dinge der Dinge. Ist mit Sicherheit eine große Chance, gerade in der heutigen Zeit, wo wir von digitalen Informationen nahezu überfluten werden, und gibt uns die Chance zu unterscheiden zwischen Wesentlichem und rein oberflächlich Populistischem und so eigentlich auch dem gesamten Einfluss von außen teilweise zu widerstehen und uns auf uns selbst zu konzentrieren. Das Thema ist ja Transparenz dieses Jahr und ich als Filmemacherin habe mir gedacht, wie kann ich ein transparentes Video machen? Und in Kooperation mit der Band Brothers van Jaans aus Österreich ist dann ein Musikvideo entstanden, und zwar in Form eines Hologramms. Es geht eigentlich um die Theorie des radikalen Konstruktivismus in diesem Werk. Also es geht darum, wie auch in einem Hologramm, dass eigentlich keine Realität existiert. Wir denken uns die Realität eigentlich nur zusammen, sehr subjektiv. Und darum geht es auch in diesem Video. It's all in your head and we don't exist.
Also was liegt näher bei einem Architekten, dass er mit Transparentpapier umgeht? Transparentpapier, somit beginnt jede Arbeit. Legt man das Transparentpapier hin, macht ein paar Strich, was man halt entwerfen will, und dann legt man praktisch die nächste Schicht drüber und die nächste. So kann durchaus sein, dass eine ganze Rolle Transparentpapier verschwindet. Wenn man dann das erste Blatt mit dem letzten vergleicht, ist das überhaupt nicht mehr identisch, ganz was anderes. Das heißt also, Transparenz ist etwas Vergängliches, sicherlich nichts Endgültiges. Im dichten Nebel aber lacht der Sonnenschein. Einsam traurig wird die Wahrheit sein, weil sie weiß, Transparenz ist kein Beweis. Bei den Bildern kommt häufig die Frage auf, ob das eine Montage ist, ob das in Photoshop bearbeitet worden ist. Und dann muss ich erklären, eben, dass es eine rein reale Situation ist, die ich so vorgefunden habe. Und dass die Überlagerung eigentlich nur durch das Licht entsteht. Und wenn man dann hinschaut, dann sieht man eben, dass hier eine Kontur auf dem Bild zu sehen ist. Hier eine relativ scharfkantige Kontur. Und die ist entstanden durch den Schatten, in dem Fall auch eines Baumstammes, der sich im Hintergrund befindet. Und die anderen hellen Bereiche, die hier zu sehen sind, dieses leuchtende Grün, das sind entsprechend Reflexionen von einer Vegetation, die weiter hinten steht. Also um es nochmal vielleicht deutlich zu machen, wir haben hier eigentlich eine Wasseroberfläche mit einerseits Reflexionen und auf der anderen Seite haben wir einen Schatten, der transparent wird. Und drum auch der Titel der Arbeiten, Schatten werden zu Licht. Ich habe in diesem Jahr auf unserer Ausstellung zwei kleine Serien präsentiert. Eine heißt Aura Humana, das ist die, die wir jetzt gerade hier im Hintergrund sehen. Aura ist, das wissen viele, so eine Art Ausstrahlung und manchmal auch als Heiligenschein übersetzt praktisch, das Innerste eines Menschen. Ja. Und in diesen Bildern habe ich versucht, ja, dieses innere Wesen durch ein Gegenlicht darzustellen. Warum jetzt gerade dieses Aura Humana für eine Ausstellung die Transparenz bedeutet oder die Transparenz zum Thema hat. Das innere Wesen des Menschen ist natürlich auch ein transparenter Blick in sein Innerstes, in seine Seele, in seine Empfindung. Und die Serie Aura Humana ist im krassen Gegensatz zu sehen zu der zweiten Serie, die ich hier präsentiere auf der Ausstellung. Das ist die Serie Homo Digitalis. In der Serie Homo Digitalis geht es um den digitalen Menschen, das heißt der Mensch, der beschrieben wird über eine Reihe von Datensätzen. Ja. In der Serie Aura Humana geht es um den feinstofflichen, wenn man so will, den seelischen Menschen, der eben nicht vollständig beschrieben werden kann durch Datensätze, durch Kaufverhalten und so weiter.